Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devil's Place TV hier auf YouTube und natürlich auf devilsplace.com. Heute ist jetzt hier der Vorentscheid zum Feuerfängerfestival in Trier am, Moment, das muss ich kurz ablesen, am 18.09.2010. Richtig. So, und wir haben jetzt die Couch geht hin, wir haben ja das Traumwetter heute und ich würde sagen, wir suchen uns einen neuen schönen Platz aus und dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal heute Maloik vor die Kamera. Mal sehen, was die Jungs da so berichten haben. Und jetzt habe ich hier Maloik bei mir. Jungs, stellt euch einfach mal vor. Ja, Thomas Thesis. Roman Sartorius. Jens Usner. Norm Steißlinger. Der junge Mann dahinter. Markus Steißlinger. Ja, wunderbar. Das, ich denke mal Verwandtschaft, ne? Sehr gut. So, jetzt erzählt ihr erstmal, was für Musik ihr denn macht. Wer will denn da von euch reden? Wir wechseln. Das ist aber auch cool, ey. Also, was für Musik macht ihr? Heavy fucking Metal. Ja, war. Gut. Einwandfrei. So, gut, jetzt habe ich natürlich nichts vorbereitet, aber ich denke mal, wo kann man eure Musik denn hören? www.myspace.com/maloikband. Da gibt es einige Hörbeispiele und wir sind momentan im Studio dabei, eigenen Longplayer zu produzieren und der wird dann auch auf der MySpace-Seite recht zügig geuppt werden, denke ich. Gut, bevor wir natürlich jetzt mit den Fragen weitermachen, sehen wir erst ein Lied von euch. Welches? Entscheide ich mal, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall gut, weil jedes Lied natürlich gut ist, richtig? Ja, genau. Natürlich. So soll das auch sein. Wir dürfen ja heute auch nur die Besten spielen. Ja, wir dürfen ja auch heute nur die Besten spielen. So sieht's aus. So, aber erzähl mal jetzt was von dem Vorentscheid ganz kurz. Ja, Vorentscheid, immer eine super Sache. Ich schätze, das hier ist ja mal wieder ganz fair, unter Publikums- und Juryentscheid zusammen, stehen wir voll hinter. Gut, was ich jetzt eigentlich hören wollte fürs Feuerfängerfestival, aber es macht nichts. So, ist es schlimm? Gesagt, Feuerfänger-Festival. So sieht's aus. Und jetzt hören wir ein Lied. Die Zeit.
Okay, was sind denn eure persönlichen Ziele als Band? Weltherrschaft. Unendlicher Ruhm und Geld und Frauen und Weltherrschaft. Ich schließe mich an. Jo, passt. Und der junge Mann noch ganz an der Seite. Dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. So, aber komm mal her. Was ich das cool finde, wo kriegt man dieses geniale T-Shirt? Guck mal, film, stell dich mal gerade hin, damit man das T-Shirt sieht. Guck mal da, richtig genial. Auch für die etwas Beleibteren wie uns, ja, ne? Ist richtig cool. Wo kriegt man das? Das gibt's leider noch nicht, das ist ein Prototyp. Aber du bist der Erste, der danach fragt und sobald die in Produktion gehen, kriegst du eins. Da, wehe nicht, ey. So, Jungs, damit wir das so schnell hinter uns kriegen, damit die Leute mehr Musik von euch hören können. Wir machen hier bei Devils Blaze TV immer eine kleine Runde Devils oder Blaze. Das heißt, ich sage euch zwei Begriffe und ihr müsst einfach spontan drauf antworten. Und diesmal übrigens von dem Krümel gemacht, ne, von dem Mike. Schöner Gruß an Mike. So, fangen wir mit dir einfach an. Ich habe 5 Fragen, 5 Leute, das passt. Einmal spontan sein. Feuerfänger oder Rattenfänger? Sven 4. Engel oder Teufel? Sven 4. Rocken oder stoppen? Sven 4. Sven 4 oder Sven 4? Nee. Hart oder weich? Sven 4. Klein oder groß? Sven 4. Schöner Gruß an den Sven, das ist Maloik. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Devils Blaze TV. Danke, Jungs! Gerne. Sven 4. So, heute wieder die tolle Rubrik Wir verschönern Peppi. Jetzt haben wir ihn mal nett geschminkt. Peppi, was sagst du dazu? Devils Blaze.